Hallo Welt, da sind wir wieder hier in Apple Home. Und der Zukunfts-Richie ist schon ein Stück weitergegangen, aber dann habe ich gemerkt, wir haben eine Sache ausgelassen, ja, dann doch die Simon-Sagt-Kirche, denn das gehört dann wohl doch nicht zu dem DLC. Und deswegen gucken wir uns das in dieser Folge nochmal an. Und gehen dahin nochmal zurück. Also, I'm sorry, sir. The broadcast tower has been quarantined. Well, I think if you examine the gate, you'll see that it's been unquarantined. Oh, so it has. Well then, I'll just bugger off, shan't I? Enjoy your visit. Also, eigentlich sind wir nämlich schon weiter, wie gesagt, aber wir gehen nochmal zurück. Ich habe jetzt für diese Folge also auf jeden Fall die Simon-Sagt-Kirche und Sympathie für den Lightbearer vor, in dieser Folge also zu machen. Am 19. Oktober 1964 um 8.30 Uhr ein Simon-Sagt-Wettbewerb. Boah, ich bin dabei. St. Genesius, wessen Heiliger war der? Ich hoffe, er ist ein vernünftiger Kerl, wie alle Rockstars. Und die Sympathie für den Lightbearer am 19. Oktober 1964 um 8.30 Uhr? Jeder weiß, wo Nick wohnt. Ich muss nur dorthin gehen. Oh, sieh nur. Es wird gerade renoviert. Da ist ein guter alter Bobby vor der Vordertür. Ach, ich muss über das Badezimmerfenster hineinkommen. Oder so. Ja. Ansonsten bliebe noch die mysteriöse Kiste. Also die Folge heute wird, denke ich, etwas länger werden. Aber mal sehen. Sehen wir mal. Oh, es ist schon Ausgangssperre. Ja, dann können wir auch rennen. Na, jagt ihr uns gleich raus? Geber. Ja, da sind sie schon, die Jäger. Clear off, you rotten wet blanket! Wow! I'm done fooling around! Oh! Pace yourself, Arthur. They seem to be a lot more serious about the plague here. It must be spreading fast. That popper looks like it's rather well maintained. I wonder if I can change that. Moment. Halt. Hier sind wir doch gar nicht richtig, oder? The police force seems to be out in... force. Ja, ich denke, hier sind wir richtig. Einmal durchs Haus, einmal raus. Autsch. Mach das auf. Geh da rein. Und nimm schnell deine Medizin. Wenn wir noch eine haben. Jo, wir haben. Nächster Halt also Maidenholm. Jo. If you don't know where you're going, you surely will get there. What interesting things you smell when you barely see. Hehehe.
Ich denke, hier können wir aber eine Weile mal schlafen. Oh, es ist noch gar nicht so spät. Kurz vor 10. Try not to dream about trains. Und natürlich. Ja, jetzt einmal recken und strecken und wir sind wach. Natürlich haben wir Hunger und haben wir Durst. Und wir haben ganz schön viel Kram im Inventar, scheint mir. Und da können wir doch einiges hier reinschmeißen. Dörrfleisch. Leere Feldflaschen. Ja. Oh. Wir haben ganz, ganz viele volle Feldflaschen. Vogelbeeren brauchen wir auch nicht unterwegs. Und Honig auch nicht. Aha. Schwere Äxte. So? Können wir das so tun? 69 Pfund tragen wir immer noch mit uns herum. Naja, wir haben ja auch den Stein dabei. Pfandflaschen. Oh, 64 Pfund, ja. Ja, ich denke so. So können wir aber los. Das Polaritätsgerät. Alarmsysteme nehmen nun anständige, gesetzestreue Bürger ins Visier, anstatt verdammte Freudlose wie dich. Ihr kehrt das Ziel automatischer Fallensysteme um, zum Beispiel Tesla-Spulen. So. Dann mal raus. So. Ah, herrliches Wetter. Kein Regen. Die nette alte Dame ist auch schon unterwegs zu ihrem Lieblingspark. Zu ihrer Lieblingsbank in ihrem Lieblingspark. Und da ist schon die Simon-Sagt-Kirche. Oh. Und wir dürfen da rein, denn ich bin sicher, dass wir noch etwas Sonnenschein haben. Fällt doch gar nicht auf. Are you here for the Simon Says? I'm sorry, dear, we're full up. Why don't you come back next week? Oh, if you see Nick Lightbearer, would you let him know we're waiting for him? We've been waiting for him for ever so long. He's supposed to call the tune. Are you here for the Simon Says? I'm sorry, dear, we're full up. Why don't you come... Okay, wir haben's. Nick sollen wir in die Kirche bringen. Nick. Dann suchen wir ihn doch mal auf. Ja, herrlicher Sonnenschein. Was ist das hier für ein Laden? Oh. Es ist gar kein Laden, es ist ein Haus einfach.
Man könnte ja auch anklopfen, genau. Haben wir gar nichts gegessen und getrunken? Wir wollten doch was essen und trinken. Verstecken? Nein. Ich denke, so weit ist es noch nicht mit uns gekommen. Es ist niemand zu Hause scheinbar. Ah, wie schön. Ein knisterndes Feuer. Wer hat das gesagt? Pfand! Wir geben den Pfand für euch ab. Und eine Bobby-Nadel für uns zwei sogar. Hier ist auch noch einer. Keine Pilze in der Toilette. Oh, Nähzeug. Sehr schön. Da ist ja eine Feder. Oh. Gut, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Die Hausherrin. Heilbalsam haben sie hier. Findet man auch nicht oft. Ah, was für ein schönes Bett. Warum haben wir nicht so ein schönes Bett? Was ist das? Ein Geheimnis. Safe. Okay, wir knacken das. Und was liegt da Schönes? Ah, wir haben einen Dietrich gefunden. Ach so, das ist nur so ein Kerzenhalter. Schöner Stuhl. Ob der bequem ist? Erstmal scheint er bequem zu sein, ja? Oh, hier ist ganz schön was los. Oh, steht sie die ganze Zeit da und guckt in unsere Richtung. Wir können auch aus dem Fenster springen. Oh, wir können es aber auch sein lassen. Aus dem Fenster, schnell! Das ist hoch. Oh, Backe. Autsch. Wir sind gestürzt. Hat das einer gesehen? Was haben wir denn für eine Kleidung an? Ah,
Uh-oh. Na, ja, die Leute mögen Couldn't uns, be better, ja. Thanks. I hope the baker comes back from holiday soon. Ja, tatsächlich. Oh, sind wir da wieder an der Kirche? Scheinbar sind wir wieder an der Kirche. Ah, das ist irgendetwas anderes hier. Oh, da müssen wir doch erstmal reinkommen. Ich denke, ich habe da was in Erinnerung, dass wir hier ganz schön gejagt wurden. Rough on my mom. You don't sign up to have a kid like Percy. Ich erinnere mich dran, dass wir hier ganz schön gejagt wurden. Also schmeißen wir mal vorsichtshalber noch einen Sonnenschein ein. Vielleicht werden wir dann nicht so gejagt. Wie soll man das denn schaffen, wenn man gejagt wird? Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an ziemlich viel Theater hier in der Gegend. Da oben sollen wir hin. Sympathie für den Lightbearer. Oh, einmal rumgegangen, hat nicht viel gebracht. Oh. Geschlossen. Ein Scotch und eine Pfeife haben sie ihn dahingestellt. Da oben ist auf jeden Fall ein Licht. Also vermute ich mal, dass wir da entweder irgendwie raufklettern können oder dass wir später irgendwie da runterklettern können. Ja, kann es sein, dass... Hier ist auch ein Licht. Kann es sein, dass das... Hier irgendwie was mit dem Kühlschrank auf sich hat. Ach, wir nehmen einfach das Fenster. Da haben sie ihm einen Kuchen hingestellt. Na, das wirkt aber nicht so lange. Wir müssen erstmal einen Eingang finden. Das ist auch gar nicht hier das richtige Ding. Da müssen wir nachts wiederkommen vielleicht? In der Nacht? Ja klar, Brecheisen und Ziegelstein. Wir sind ja nicht schwer genug. Die Eisenlunge haben wir da. Tiefer Balken, ducken oder schimpfen? Oh. Ich möchte da hin. Ja, mein Rätsel auf jeden Fall. Ja, irgendwie muss man da oben raufkommen. Behaupte ich jetzt mal. So, springen war ja schon mal nicht falsch. Eine Werkbank steht hier so einfach. Aber wir wollen jetzt gar nicht werkeln. Oh, wir haben den Entwurf Böller gefunden. Und Schwarzpulver. Und ein Brief von Starkey, Sparky. Tex, ich bin vorbeigekommen, aber niemand war hier. Ich habe die neue Sicherheitsspule verkabelt. Sie wurde noch nicht getestet, sollte aber funktionieren. Es muss nur jemand die neuen Tastenblöcke installieren und die Spule über der Tür anbringen. Ich habe Mr. Lightbearers Schlüsselkarte unter der Hintertür durchgeschoben, wie angeordnet. Oh Gott, der Mann kann singen. Ey, mach's gut, Sparky. Gott, der Mann kann singen, ja. Nichts versteckt für uns hier. Können wir da oben rauf? Können wir von hier... Darauf können wir die Leiter nicht nutzen? Wir können doch Leitern klettern. Das ist keine Leiter. Naja, dann eben nicht.
Versuchen wir es nochmal. Diesmal mit Anlauf vielleicht. Oh. Wir landen nur unten. Nö, wir können da gar nicht springen. Wenn wir da laufen oben, dann funktioniert die Springtaste nicht. Ja, aber irgendwie sollten wir schon darauf kommen. Ich sehe schon, das ist so ein Rätsel. Wir können irgendwo anders rauf und dann rüber. Aha, was ist denn das? Was haben wir denn hier? Entwurf, Betäubungspfeil, na endlich. Sehr schön. Oh Freude, oh Freude. Ein schmutziger Verband. Who's working up here? Munchkins? Heißen die so? Ja, sollen wir jetzt hier erst rein? Ein lecker Sandwich. Ein Zwergensandwich. Ich glaube, wir müssen sogar rein. Nichts für uns versteckt hier in der Ecke. Ja, wir können ein bisschen Klavier spielen, bis sie geht. Sie geht. Nichts für uns hier. Ja, die haben da eine halbe Rolle Klebeband. Jetzt haben wir sie. Ach, die war gar nicht auf unserer Etage, die Frau. Oder sie konnte durch die Wand gehen. Das ist dann irgendwie gruselig. Oh, gar nicht wahr, gar nicht wahr. Dass die aber auch nicht auf die Idee kommen, mal unter das Bett oder in den Schrank zu gucken. Oder in irgendeine Mülltonne, wenn da nur eine Gasse steht mit einer Mülltonne. Da ist nichts anderes, nur eine Mülltonne. Er ist weg, er ist verschwunden. Keine Ahnung, wo er sein könnte. Na, die sind so freudig. Das macht die Freude einfach. Vergesse. Ach, wir könnten ihn ja ausnocken, hä? Oh, so nicht. Aber vielleicht eine Absturzspritze. Können wir die nicht nehmen? Warum können wir die nicht nehmen? Haben wir keine? Berserkerpfeil. Berserkerbombe. Schweibombe. Ah, das Gummientchen. Wow, weg mit dir. Verstecken doch. Erstmal die Ente nehmen. Ja, die war wichtig jetzt. Hinter dem Duschvorhang zu gucken macht auch keine Freude. Nee, Duschvorhänge sind was Gruseliges, wenn man da nicht durchgucken kann. So gut wie weg ist er, ja. Oh. Da müssen wir doch jetzt tatsächlich wieder einen Sonnenschein nehmen. Schlafenszeit. Das sieht bequem aus.
Ich hätte mir den Spaß gemacht und hier immer in solchen versteckten Räumen, Abstellräumen, da hätte ich immer irgendwas Besonderes versteckt, so diese Magazine oder irgendetwas. Oh. Eine, zwei Freudepillen, wir sind reich. Außer, dass man die Freudepillen überall geschenkt bekommt hier. Nee, nicht daraus trinken. Hier unten ist leer. Oh, der Schleuderer. Oh, gut. So, der Fluchtweg ist gesichert. Und wir können uns sogar in der Topfpflanze verstecken. Das soll uns dann erstmal einer nachmachen. Alarm auslösen hier oben. So, hier könnten wir raus und ich überlege, vielleicht gehen wir sogar raus. Aber ich möchte auch sehr gerne, wenn wir schon hier irgendwo eingebrochen sind, möchte ich ja sehr gerne auch das ganze Haus durchsuchen. Und die Ente hätte ich gerne wieder. Unsere Lieblingsente. Irgendwas brutzelt hier. Schlafen. It's not you, it's me. Da kommen wir nicht dran. Die steht irgendwie ganz ungünstig im Tisch. Sie putzt. Hör auf zu putzen. Schlafe. Oh. Nichts trinken. Oh, der Herd ist noch an. Das ist gefährlich hier. Salpeter. Ein gesunder Apfel. Ja, aber du kannst gar nicht da. So. Oh, du kannst ja doch. Oh, seid ihr zu zweit noch? Es bringt keine Freude, jemanden anzugucken, der Zeitung liest. Die Frisur. Schöne Frisur. Genau. Oh, schade. Sie steht ungünstig. Na, klaut sie da? Ja, scheinbar. Goodness gracious. Ja, schmeiß eine Freude ein, dann vergisst du das schon wieder. The killer's right there. Get him. Warum Killer? Ich bin kein Killer. Schöne Tapeten habt ihr hier. Oh. You can't touch. Ah. Look who I found. I only want to help you feel better. Ah. Come out, come out. Ah. So schnell ist sie darüber gekommen. Wow. Jawohl, kann ich ja wohl. Wir haben was zu essen und zu trinken dabei. Wir können uns für immer hier verstecken. Favorite Simon Says. Have you ever wondered if you're ready if the Germans ever came home?
was... Would you know how to defend yourself against the marauding bot? Are you ready? All right. Now let's There's play. The murderer! Oh. Right there! Ist aber empfindlich. Oh ja, bleib da stehen. Und sei nicht so empfindlich. Guck die Wand an ein wenig. Schöne Wand. Oh nö. Bleib jetzt nicht so da stehen. I don't have time for this nonsense. And if all you have is a banana, well, that's fine. Actually, you do have a banana. Who did this? Drop it here at the Where are they? Ah. Please don't make a fuss. Ganz schön schwierig hier, Cecil. Wir haben dein Zeug. Oh, hoppla. Ach, hier hätte man auch reingekommen. Oh, Mann. Oh, come on, you pack rat. You can't take all this with you. Ach, nur so ein bisschen. Hier, guck mal. Wir haben schon was wieder gefunden, um unser Inventar zu verbessern. Tja, der Apfel hat's mir angetan, aber den können wir wohl nicht nehmen. Keine Karte hier. Vielleicht noch ein Buch. Schöne Autos, Modellautos. So, sortieren wir mal nach Gewicht. So viele Fun. Und wir können wieder 2 Meter laufen. Inventarerweiterung. Trage mehr Zeug, erhöht das Höchstgewicht von vor der Überlastung so. Aber was ich mich ja frage, das probieren wir jetzt mal einfach aus, ja? Was ich mich nämlich frage, können wir das nur auf dieser Kleidung verwenden oder ist das allgemein für alle Kleidungsstücke? Wir können jetzt tragen 131. Mit dem Ding können wir tragen 151, wenn wir dieses Teil ausgerüstet haben. 151. Und wenn wir die andere anziehen... Oh, 151. Das zählt also sofort für alle Kleidungsstücke. Ja, das finde ich hervorragend. Ja, was heißt hervorragend? Das andere, dann hätte man die öfter finden müssen. Also, wenn wir jedes Kleidungsstück extra aufleveln müssten, würde ich natürlich gut finden, aber... Dann müsste es auch mehr von diesen Dingern geben, damit es noch Spaß macht. Aber so ist das auch gut. So ein bisschen. Das ist so ein bisschen wie die. Wie. Ja, sprich dich aus. Es ist ein bisschen wie die Sache mit den Werkbänken. Man hat sie, man kann sie nutzen, muss es aber gar nicht tun. Wo habt ihr denn die Pilze her? Haben wir Klopapier geklaut? Ja, das wäre auch ein prima Ort für so ein besonderes Magazin oder so etwas. Ich hätte da Spaß dran. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Irgendwelche Sachen schön verstecken. Simon says, sing Rule Britannia. Rule Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ach, hier sind wir reingekommen, ja? Swing right. Simon says swing left. Simon says swing right. Da! You there. Simon says run along, go on. Simon says fall down. Simon says get up. Simon says roll over. Simon says stand up. Brilliant. Simon says
do everything I do, I shouted, even if I don't say Simon Says. Swing right, swing left, swing low, swing chariot. Lunge, again, step forward, right, left. Tiefer Balken, ducken oder schimpfen? Oh, was ist uns lieber, ducken oder schimpfen? Du dummer Balken, sei nicht so tief. Da kommen wir nicht lang. Oh. Nichts versteckt für uns. Ducken oder schimpfen? Kehr. Wer hat denn den Balken hier so tief angebracht? Mann. Oh, weia. So hört sich das an, wenn wir schimpfen? Schade, dieser Balken da. Observation am Montag. Wann verlässt dieser Vogel das Haus? Er zieht sich nicht mal eine Hose an, verdammt. Ich tue seit Tagen so, als wäre ich mit diesen Ziegeln beschäftigt. Ich hoffe, niemandem fällt das auf, dass ich mich nicht vom Fleck gerührt habe. Dienstag. Ach, der schläft wie ein Toter. Schnarchen tut er auch. Und danke, dass du das Fenster im dritten Stock offen gelassen hast, Kumpel. Ja, das ist ein guter Hinweis. Jedes Mal, wenn jemand ein Turning-System installiert, öffnet Gott ein Fenster. Endlich wach. Es ist 14 Uhr, du faules Schwein. Einige von uns arbeiten schon seit dem Morgengrauen. 14 Uhr? Da gehe ich gerade mal schlafen. Oder bin gerade im Tiefschlaf. Und bin ich gerade 2 Stunden am Schlafen oder so. Mist! Das ist gar nicht sein Haar. Es ist eine Perücke. Wer hätte das gedacht? Ich wünschte, ich hätte eine Kamera, um es den Jungs zu zeigen. Wenn ich reich wäre, könnte ich auch den ganzen Tag in einem zerknitterten Hemd und ohne Hose im Haus herumtanzen. Ja, wer macht das nicht gerne? Ich trage auch gerade keine Hose. Donnerstag. Ich frage mich, ob die Goldalben aus echtem Metall sind. Sie sind leichter loszueisen, wenn ich sie einschmelzen kann. Lionel hasst es, wo Namen draufstehen. Hasst alles, wo Namen draufstehen. Aber er kennt auch ein paar Plattensammler, glaube ich. Die könnten Interesse dran haben. Was macht er jetzt? Er heult und bricht seine Platten in zwei. Oh, buhu. Ist es hart, reich und berühmt zu sein und alle möglichen Bräute zu vögeln? Schmeiß eine Freude ein, Arschloch. Wir sind über dem Radar. Wow. Da würde ich gerne speichern jetzt. Why do I always feel like I'm about to hurl myself to my doom? Sandwiches haben sie uns hier gelassen. Da kommen wir nicht hin. Oh, da müssen wir aber hin. Denn wir müssen irgendwie hier hin. Wow, nein. Oh, das scheint ja dann doch hier nicht so zu laufen, wie ich mir das dachte. Versuchen wir doch mal da unten, wie es da weitergeht. Also in der Luft können wir nicht steuern, scheinbar. Zumindest, ja, hat sich gerade so angefühlt, als konnten wir nicht steuern. Im dritten Stock hat er das Fenster aufgelassen, sagt er. Eine Feder und Metallteile, die haben wir schon überall gesucht. Kletter darauf. Willst du nicht? Das ist doch jetzt nicht so hoch da. Sollen wir darauf? Aha. Das ist aber hier ein schönes Rätsel. Sehr verzwickt und dafür bekommen wir auch einen Apfel. Einen gesunden Apfel. Wow. Hat nicht geklappt. Wow.
Ja, das hätte jetzt ins Auge gehen können, Arthur. Was machst denn du da? Nicht da oben drauf. Du bist doch kein Zirkusmensch. Ah, wo ist der dritte Stock? Wo ist das geöffnete Fenster? In welchem Stock sind wir denn hier? Nicht im dritten, doch im dritten. Im vierten schon vielleicht sogar. Aha. Nichts hier. Na, prima. Oh. Daddy looks lived. Und das Sammeln geht weiter. Das große, große Sammeln. Doesn't he ever have a cleaning lady in? You could grow things in here. Das Festbüro präsentiert das Siegesgedenkkonzert. Nick Lightbearer und The Make-Believes, The Tunnel Rats, Mrs. Chippy Park, Moles Club am 5. November um 21 Uhr. Ja, sowas sollte man sich aufbewahren. Ergibt Sinn. Oder wenigstens ein Foto davon machen. Ja, natürlich. Pillen ohne Ende hier. Blitz. Heirate mich nochmal, Nick. Geht schwer wieder ab vom Spiegel. Ich wollte die Pillendosen da haben. Oh, das geht aber ein bisschen weit hier mit den Spritzen. Naja, Energy wahrscheinlich. Da draußen ist die ganze Zeit jemand, oder? Das ist gesperrt. Schöne Gitarren und so. Gibson? Ja, dann hoffe ich doch, dass wir noch ein bisschen Sonnenschein haben. Oh, so geht's nicht. Erst abwarten. Wow, das ist aber mal hier eine ganz andere Anrichte als die anderen. Wenig Möglichkeiten, sich zu verstecken hier in der Gegend. Aber was ist denn das hier? Elektrischer Türknauf? Entschärfen? Eine Fallenkonsole. Ah, sehr schön. So, den Fluchtweg mal vorbereiten. Ich denke, das sind keine unannounced visitors. Ja, den Fluchtweg haben wir gesichert. Echt wenig Orte hier zum Verstecken. Oh, wir können eine Kleinigkeit zu essen vertragen. Ja, vielleicht so einen kleinen Kuchen, so wie Mama ihn früher gebacken hat. Erhöht kurzzeitig die maximale Ausdauer. Oh, wer ist das? Das ist er. Mit Nick sprechen.
Das ist natürlich die Frage, ist Nick oben oder ist er das? Niedergeschlagen. Ich vermute, er ist das. Er hat auch so ein Symbol über seinem Kopf. Mr. Lightbearer? Duck! Sorry? The very large bats! No? Listen, they're waiting for you. Down at the church. You got any bennies? Bupos? Well, come on, man. You didn't bring an offering? I am the Lord thy God. Dizzy. Why don't we drink some tea? Oh, and how about a nice cold bath? A bath? Yeah. I was gonna have a bath. Uh-oh. Ist er jetzt mit Multilen, ist er da jetzt ins Badezimmer gegangen? Ja, da kann man ja was draus herstellen, alles mitnehmen. Der hat eh genug Kohle. Das fällt ihm gar nicht auf, wahrscheinlich. Wenn wir es nicht nehmen, nehmen es seine Bediensteten wahrscheinlich. Hat er Bedienstete hier rumlaufen. Und das schimmelige Brot, das muss sowieso weg, bevor er das noch isst. Verfaulte Zwiebeln, ja, die sehen nicht gut aus. Nee, der hat keine Bediensteten, so wie das hier aussieht. Oder die arbeiten nicht richtig. Ziehen sich die ganze Zeit nur die Drogen von ihm rein. Nick Lightbearer und The Make-Believes. 3. Juni auf der Bühne. Oh. Klemmt hier. Oh Mann, oh Mann. Ja, ich weiß nicht, ich überlege die ganze Zeit. Ist es cool, so eine Bühne zu Hause zu haben? Ja, zum Üben oder so? Ich weiß nicht. Betrug! Wenn Sie nicht high auf Freude wären, wüssten Sie Bescheid. Wenn Sie dich wirklich kennen würden, würden Sie dich hassen. Eines Tages werden Sie dich wie einen Freudlosen in den Fluss werfen. Oh. Man kann sich nur bis zum Mittelmaß hochficken. Oh. Das sind keine motivierenden Worte. Sowas würde ich in meiner Wohnung nicht an die Wand kritzeln. So gerne. The fans forget, man. They forget. And this is why we mustn't disappoint them. I used to be bottled power, man. Oh, God. The power cell. I'm not gonna drink it. I learned that lesson. Brilliant. Hopla. Now who's gonna call, Simon Says? Are you pondering what I'm pondering? Ja klar, mit der Maske sehen wir doch genauso aus wie er. Total in Modemagazin. Nick Lightbearer, Spezialausgabe. Der goldene Gott des Rock'n'Roll. Alle wollen sein wie Nick. Erleuchte uns. Nick erzählt, was ihn glücklich macht. Quiz. Was ihm glücklich macht, Quiz. Hm. Du, bist du Nicks größter Fan? Die geheimnisvolle... Um wen geht es in Nicks neuem Lied? Okay. Erstmal nehmen wir so alles mit, bevor wir hier irgendwas auslösen. Oh, Glasvitrine. Cool. Panikraum. Das Gummientchen. Wir nehmen alles mit. Na klar. Gleich sind wir wieder überladen. Okay. Dann zeig mal, was du so drin hast.
Ich weiß nicht, wenn wir ihn jetzt... Er hat es noch rausgeschafft. Wenn wir ihn jetzt hier hinlegen, dann sieht es so aus, als hätten wir was damit zu tun. Genau, die Füße hochlegen, dann geht es ihm gleich besser. Er ist gestorben. Oh nein, wir waren es nicht. Haben wir die Maske jetzt? Ach, das müssen wir aus der Vitrine holen wahrscheinlich. Und seine Perücke, hat er eine Perücke? Ja, der hat eine Perücke scheinbar. Perücke und Maske nehmen. Oh, das ist aber dunkel geworden hier, ha? Ach, das ist... Ausgangssperre draußen. Ihr könntet ruhig ein bisschen Licht vertragen. Wir haben hier alles durchsucht, ja? So eine schöne Bar. Ja, so eine Bar würde ich mir auch gerne wieder in die Wohnung stellen. Ha, nix schicke Fummel. Gehören jetzt uns. So. Nix Maske und Perücke. Naja, erstmal den Safe öffnen. Oh, er fordert nix Safecode. Oh, schade. Ist er in der Perücke vielleicht? Ja, jetzt sind wir einmal hier. Dann möchte ich aber auch wissen, was da in dem Safe ist. Wo ist denn der Safecode? Haben wir überhaupt sowas wie ein Schlafzimmer, ein Bett oder so gesehen? Wo würde ich denn, wenn ich Nick wäre, meinen Safecode verstecken? The Lollipops, 14. Oktober, 20 Uhr, Gehörloseninstitut. Ah, im Gehörloseninstitut, na das ist ja was. Mit einem Auftritt von Nick Lightbearer und The Make Believes. Der Musiker braucht nicht zu schlafen, oder? Heavens, what's that smell? Like rancid cat with an overlay of... Well, he's been smoking something, hasn't he? Uh-oh. Ein Tee. Ein Tässchen Tee. Hat er dich hier eingesperrt? Oh, bist du am Kiffen da drin? Alleine? Ha, was haben wir denn da? Die Kombination zu Nix Safe. Wollen wir jetzt irgendeinen Quatsch machen und dann noch aus Versehen aus dem Fenster fallen? Gucken wir erstmal, was im Safe ist. Ich bin noch neugierig. Der Safe ist weg. Oh, wir nehmen den einfach dann. Aha. Was ist denn das? Grabungsstelle, drei Grabungsstelle. Angraben, ausgraben, grabe hier eine Kiste mit Beute, mit einer Schaufel aus. Und seine privatesten Gedanken. Hochheben und das Journal zu lesen. Um das Journal zu lesen, ja. Und Questgegenstand, Liedtexte, von denen Nick nicht will, dass irgendjemand sie hört. Hochheben, um das Journal zu lesen. Also die können wir jetzt alles nehmen, ne? Was hat denn der noch? Ja, Pilze hat er hier im Safe. Müssen ja auch da drin sein. Und ein Haufen Münzen. Eine Handvoll Sovereigns. 10 Sovereigns. So, der Safe ist leer. Ihr habt ja gar nichts in eurem Safe. Grabungsstellen entdeckt. Oh. Mehrere gleich. Ha! Die Kombination zu Nix Safe. Safe-Kombination. 11-26-04. Was ist denn am 26.04.2011? Präge es dir ein und ist es. Eselsbrücke. Wie oft habe ich die Edi gevögelt? Oh Gott, ich vermisse Edi. Wie viele Goldalben?
26? Echt? Wie viele Songs? Die nicht totale Scheiße waren? 4. Okay. Bei 26 Goldalben, 4 gute Songs, naja. Verlorene Liedtexte. Der Traumsong. Verdammte Scheiße, soll es ein Witz sein? Warum, was schreibt er da? I dreamed I was a golden god. My altar on the train. I could have gone around the world. And brought that train back home again. Ja, das ist ein bisschen, ja, na, ist doch gut. Verdammte Scheiße, soll das ein Witz sein? Where do you travel? Where do you go? Your golden god, he wants to know. Where do you travel? Where do you go? Your golden brother misses you so. Ja. Kann man so machen. Manchmal sind es die einfachsten Texte, die gut ankommen. Special Sally brings me candy. But the candy in my handy. Sally specials make my day. Sally hasn't come today. Has special Sally gone away? Come back, Sally. Make my day. Come back, Sally. Make my day. Come back, Sally. Come and play. A special Sally, Sally, Sally. Hey, hey, hey. Where the fuck is special Sally? Little Nicky needs his candy. Sally specials make my day. Ja, die Nummer wird im Gehörloseninstitut super ankommen. Ich glaube schon. Nix Tagebuch. Blaue Kreise. Alles scheint. Oh, wie nennen die Franzosen es noch, wenn man scheiß Wein trinkt? Bouvable? Bouvable. Es fehlt einfach ein gewisses je ne sais qui. Bei allem fehlt ein gewisses je ne sais qui. Koi. Ich bin kein Franzose, wie ihr merkt. Ich wünschte, ich wüsste was genau. Also ich glaube, Stuart hat mir das Rezept von jemand anderem gegeben. Jemand, der sich beruhigen muss, nehme ich an. Grüne Kapseln. Ich sehe Tulpen, ich sehe Rosen. Ich liebe meine Unterhosen. Puh, schwindelig. Kleine Gelatine-Pyramiden. Ich trage viele Namen. Ich rede in Zungen und alle sollen mich fürchten. Auf und ab. So spaziere ich durch die Welt. Ich bin das Licht. Ich bin das Licht. Ja, war das lustig? Nein, das war merkwürdig bis unerträglich. Hinterher tierische Kopfschmerzen. Ach, ich wünschte, ich hätte ein paar Kekse. Rotes Löschpapier und Paracetamol. Ach, ich werde das Gefühl nicht los, dass ich nur eine Figur in einer Geschichte von jemand anderem bin. Und zwar jemand, der sich schon entschieden hat, wie die Geschichte endet. Aber es ist nicht das wirkliche Ende. Und ich drehe mich weiter im Kreis. Solange die Geschichte erzählt wird, bin ich dazu verdammt, mich weiter im Kreis zu drehen. Wahrscheinlich jedes Mal genau gleich. Oh, kein Wunder, dass die Inder es als größte Errungenschaft sehen, das Lebensrad zu verlassen. Habe ich überhaupt echte Fans? Habe ich sie je gesehen? Woher weiß ich, dass sie echt sind? Was ist, wenn meine Erinnerung nicht echt ist? Ich kann ihre Gesichter nicht erkennen. Oder ich kann sie nicht erkennen, aber sie sehen alle gleich aus. Es gibt ein Mädchengesicht und ein Jungengesicht. Sie bewegen sich sogar gleich. Ich denke, also bin ich. Aber denke ich wirklich? Oder behaupte ich es nur? Rote und grüne Kapseln? Was war das hier? Rotes Löschpapier. Na,
Solche Gedanken. Ja, nicht schlecht. Rote und grüne Kapsel. Grau. Grau. Ich sag ciao. Der Geruch von Asche und totem Regen. Ich will mein Geld zurück. Rakete. Ich fliege. Ich kann überall hin. Himmel. Ich könnte die Frau küssen. Sie ist ein verdammtes Genie. Abheben. Ein toller Name, aber Schwachsinn. Schmeckt wie Freude. Ich glaube, der Wichser hat nur ein paar Freude geleert und gefärbtes Wasser reingespritzt. Ich hatte schon Fürze, die erleuchtender waren als dieser Mist. Ach, ich muss das interplanetare Reisebüro aufsuchen, aber dazu müsste ich rausgehen. Ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage bin. Scheiße, wo ist sie? Warum macht sie keine Hausbesuche mehr? Interessante Drogen hat er hier getestet, ja? Und dann alles ins Tagebuch geschrieben, was ihm dazu eingefallen ist. Die grünen Kapseln waren ja vielleicht noch, naja, okay, wenn ihm schwindelig wird, vielleicht dann doch nicht so. Ich liebe meine Unterhosen. Wow. Naja, okay. Interessante Abenteuer auf jeden Fall. Mr. Nick Lightbearer. Nichts wie weg jetzt. Oh, haben wir uns das angeguckt? Jeder weiß, wo Nick wohnt. Ich muss nur dorthin gehen. Oh, sieh nur, es wird gerade renoviert. Und da ist ein guter alter Bobby vor der Vordertür. Ja, war da einer? Jetzt nicht mehr, denke ich. Ich muss über das Badezimmerfenster hineinkommen oder so. Ich glaube, er ist irgendwo hinter der Jalousie. Ich muss ein Sicherheitssystem ausschalten, um ihn zu finden. Und ich muss ihn dazu überreden, zur Kirche zu gehen. Und der Ansager bei Simon sagt zu sein, so wie er es der kleinen alten Dame versprochen hat. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee war, ihn ins Bad zu schicken. Was ist, wenn er ertrinkt oder zu weit rausschwimmt? Ja, dann müssen wir einen Zaun drum bauen um die Wanne. Wenn ich mich als Nick ausgeben will, brauche ich seine Perücke und sein glückliches Gesicht. Er hat ein fabelhaftes Kostüm hinter dem Glas. Da ich kein Glasfenster zerbrechen kann, sollte ich einen Schlüssel für den Kasten finden. Ja, fällt mir jetzt, wo er es schreibt, fällt mir das auf. Warum können wir eigentlich keine Glasscheiben einfach zerbrechen? Wir hebeln die immer nur auf. Ja, das geht einfach nicht. Wenn ich in diesem Aufzug auftauche, wird niemand irgendwo anders hinsehen. Vielleicht sollte ich gehen, bevor jemand anderes auftaucht und wir eine unangenehme Unterhaltung führen müssen. Ja. Und die mysteriöse Truhe, was ist das nochmal zum Schluss? Die ersten kennen wir ja, 19. November meine ich, 1964 um 10 Uhr. Die Hexen geben Opfergaben in diese Truhe. Was könnte das bedeuten? Ja, das kennen wir. Ich wette, wenn ich ein, zwei Tage warte, füllen die Hexen die Truhe wieder auf. Wenn ich diese Zeichen richtig deute, geben sie täglich etwas Neues hinein. Vielleicht sollte ich morgen wiederkommen. Und ich frage mich, ob sie das ganze Jahr lang weiter neue Opfergaben in die Truhe geben. Ich sollte wieder vorbeischauen, wenn ich in der Gegend bin. Ja, das haben wir, weiß ich nicht wie oft, schon gemacht. Und es war so ziemlich oft dann auch ein ähnliches Ergebnis. Nicht immer ganz gleich, aber manchmal war was Überraschendes drin, manchmal nicht. Die anderen Sachen wollen wir uns auch noch durchlesen. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir das später noch in dieser Folge. Vielleicht, wenn wir den ein oder anderen Ausgrabungsort noch besucht haben. Wo sind sie denn, die Ausgrabungsorte, die neuen? Na, hier wäre was. Einer. Ach, der hatte auch nur einen. Ja, scheinbar hatte er nur einen. Oh, was ist denn hier oben los? Ja, und so richtig, glaube ich, haben wir uns hier im Giftnebelgebiet noch gar nicht umgesehen. Das könnten wir auch nochmal machen. Ja, alles jetzt, weil ich komme ja aus der Zukunft. Ich bin ja der Zukunfts-Ritchie in dieser Folge, sozusagen. Und deswegen klemme ich die jetzt dazwischen. Ich könnte ja auch mehr Folgen machen daraus.
Aber da machen wir lieber eine lange heute. Ihr seht das ja. Und dann... Also ihr seht ja, wie lang die Folge ist. Und dann... ja, dann haben wir vielleicht alles erledigt, was wir erledigen wollten. Noch. Oder sollten. Ach, wie auch immer. Moment mal. Habe ich ein Bett gesehen? Was ist denn mit der Frau? Ach so, die sitzt da. Die sitzt da und liest ihre Zeitung, hä? You won't get away with this. I won't let you ruin things for the rest of us. Es tut mir leid. Der hat nichts zu verstecken, der hat nichts zu verstecken. Doch, den Duschvorhang. Ja, aber das Wasser in der Wanne. Ich will doch nur schlafen. Nee, der ist total paranoid. Der hat überhaupt nichts, wo sich einer verstecken könnte. Gar nichts. Kein Schrank, keine Tonne, kein Bett, unter das man krabbeln könnte. Aber sie bleibt scheinbar auch in dem Zimmer immer. So, die kriegt das doch gar nicht mit, wenn wir hier ganz schnell schlafen. Sweet dreams, Arthur. I'm putting a stop to this right now. Someone needs. Haben wir geschlafen? Oh, wir sind im Kampf. Vorsicht! Hey, nicht werfen! Hey, da war eine Maske oder so. Oder habe ich Halluzinationen schon? Ich meine eine Maske gesehen zu haben. Hier erwischt sie uns wenigstens nicht. Die ist irgendwie nach links da geflogen gerade. Als wir so gemacht haben. Beim ersten Wurf. Oh, oder vielleicht war das auch nur so ein Splitter. Halt, 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 halt. Dafür haben wir doch was. Möchtest du auch ein bisschen Heilbalsam? Ach, wir haben ja noch gar nichts gemacht mit dir. Take your medicine! Die regen sich nicht auf, weil wir eingebrochen sind. Die regen sich auf, weil wir keine Freude genommen haben. Schafft es aber nicht, aufs Bett zu kommen. Oh, Moment. Eine Platte war hier. Na, das war jetzt so überflüssig. Die arme Frau. Ja, aber da leuchtet immer noch irgendwas schon an der Wand. Die Gitarre. Here, have a biscuit. You cheer up. Cheer up now. Take your medicine. Jetzt haben wir sie rausgelockt. Oh. You won't get away with this. Come out, wherever you are. Das lasse ich mir doch jetzt nicht nehmen. I've got better things to do.
alive forever. Für die beiden Freudepillen, die wir an jeder Ecke nachgeschmissen kriegen. Ja, dann ist hier wohl nichts weiter. Und wo ist der Anzug von... Ah. Nix schicker Fummel. So, sind das auch nix schicke Schuhe? Nee, die sind das wohl nicht. Stop being so bloody selfish! Time for tea! Time for tea! Wo ist denn der Ausgang hier? Wir hätten einfach hier rausgehen können. Oh oh. Nicht! Der Anzug wird ganz schmutzig. Wow! Ja, genau daran erinnere ich mich schon. Nimm die Hände runter. Wie sieht denn das aus? Was war denn das gerade? Na, egal. Ah, da ist hier die Kirche. So, einen Sonnenschein einwerfen, damit niemand etwas merkt. Vielleicht stellen wir noch ein paar Sonnenscheine her, wenn wir können. Oh, wir können ja jetzt Phytosteroid herstellen. Extrahiert aus Süßkartoffeln, wird für die Herstellung aller möglichen nützlichen Substanzen verwendet. Chemische Fertigungszutat und Schwarzpulver. Trend auf die schnelle Dinge von anderen Dingen. Fertigungszutat. Und das Halluzinogen, Extrakt eines seltenen halluzinogenen Pilzes, chemische Fertigungszutat. Ach. Ah, Sonnenschein können wir herstellen. Bleichmittel, Vogelbeere, leeres Pillenfläschchen natürlich brauchen wir und Mehlsäcke. So, dann haben wir doch erstmal genug davon. Und Anziehung? Rieche wie ein Arzt. Ärzte können dich nicht länger erschnüffeln. Ärzte können dich kurzzeitig nicht am Geruch erkennen. Och ja. Stellen wir doch auch mal her, sowas. Berserkerstachel. Da müssen wir auch mal ausprobieren, was der kann. Und die Phenozylin-Impfung. Wenn wir einen garstigen Bacillus haben, naja, herstellen können wir sowas ja mal. Wird hoffentlich nichts wiegen bei uns im Inventar. Antiseptikum. Wundbenzin brauchen wir dafür. Die verfaulte Kartoffel, aha. Und reines Wasser. Da bekommen wir aber gleich drei raus. Feramylspritze. Du wirst für eine Weile härter. Geh die Extrameile mit Feramyl. Erhöht die Ausdauer-Regenerationsrate für kurze Zeit. Und das Halluzinogen. Ach, da brauchen wir nur 4 Histoplasma. Ich dachte, wir brauchen 5. Ja, das ist natürlich dann sehr viel günstiger, als ich dachte. Genau, um einen Pilz günstiger das Ganze.
Phytosteroid, extrahiert aus Süßkartoffeln, wird für die Herstellung aller möglichen nützlichen Substanzen verwendet. Chemische Fertigungszutat und Schwarzpulver. Gibt's hier noch irgendwas, was wir noch nie hergestellt haben? Ach, medizinischer Balsam haben wir nur noch zwei. Ja, dann. Dann haben wir vergessen, die Pillen, die wir gerade hergestellt haben, einzuwerfen, oder? Nee, haben wir. Eine dazu noch. Ah, machen wir die Sonne da oben mal voll, hä? Wir haben ja genug. So teuer sind die ja zum Glück nicht in der Herstellung. Was aber, ich möchte mir das merken, was wir dafür brauchen, für später, um das herzustellen. Und zwar brauchen wir dafür, oh, Bleichmittel, Vogelbeere fünfmal, ja, das leere Pillenfläschchen, okay. Und ja, Mehlsäcke sind es auch nicht so leicht ranzukommen. Aber dafür schwer. Goodness, Mr. Lightbearer, is that you? Yeah, baby, I'm the Lightbearer, love me! Have you been getting enough to eat? You look thinner than in your pictures. Yeah, we don't really need food, did you know? It's just an illusion. If you think about it hard enough, it's ridiculous. It's so animal. We're higher than that, you know? But you have to eat, don't you? Music is my food, baby. I live off the vibrations. You just have to tune in and you can live forever. Shit, I should have asked for cookies. Ja, genau. Was ist jetzt mit den Keksen? Kriegen wir noch welche? We're so happy to have you here at St. Genesius. Did you know he's the patron saint of epileptics? The church isn't nearly as old as it looks. We had some rebuilding to do after the bombings. Oh, sometimes I forget where to stop history and just jump ahead to the present. And that's our organist, Mr. Shrapnel. Did you know he's deaf? But Beethoven was too in the end. Oh, look at those lovely prizes. With that medal, you'll look as shiny as a brand new penny. We've got quite a crowd today. I don't know why they dress like that. What do they do if it itches? Looking good. You love me. Ladies and gentlemen, we are so grateful to be able to present to you our celebrity caller, the famous singer, Mr. Nicholas Lightbearer. I am a golden calf! Love me, babies! I live on your love! Live my love, babies! Are you ready to follow instructions? Okay, now, if I say Simon says do something, then you have to do it or you're out. But if I don't say Simon says and you do it, you're out! That's right, and you get zapped. Are you ready, Hamlin Village? Ein Moment. Schade, jetzt habe ich die Stimmung unterbrochen, aber irgendwie ist das doch nicht richtig, dass wir hier von der Aufgabe schon wieder auf die Story-Quest gesprungen sind. Wir sollen doch hier was machen. 19. Oktober 1964 um 8.30 Uhr. Ein Simon sagt Wettbewerb und ich bin dabei. St. Genesius, wessen Heiliger war der? Ich hoffe, er ist ein vernünftiger Kerl wie alle Rockstars. Hahaha. Das sollte lustig werden, solange sie nicht herausfinden, dass ich nicht Nick Lightbearer bin und mich in Stücke reißen wie Backchen. Wie Backchen? Aha. Kennt das jemand? Ich kenne Backchen nicht. In Stücke reißen wie Backchen. Der Spruch ist mir absolut neu. Naja, das war seltsam befriedigend. Also... Hüpf auf einem Fuß drücken.
You're a pogo. Damn, they're good. Simon says you stepped on a nail. Das war ein Spaß. Simon says, run in place. Simon says, do the twist. Cool. Das ist aber schön animiert. Simon says, helicopter. Simon says, keep your hair on. Hips up! You people don't listen! Whoa! Ich habe nicht Simon sagt gesagt. I love you! Do you love me? Love me, babies! That's all there is! Simon says, I am your god! Simon says, slap your face! Monopod! Sloppy word, constable! You people are enjoying losing a bit too much, you know what I mean? Simon says, throw your back out! World's smallest racetrack! I didn't say Simon says! You people are enjoying losing a bit too much, you know what I mean? Simon says, go nowhere fast. Was für ein Spaß. Which way are you going? I've got to be clever somehow. Simon says, twist in the wind. It's all around you. I've got to lull them into a false sense of Simon Says. Simon Says, show me your love. You're a pogo. These guys are good. I'm going to have to get into a rhythm and then trick them. World's smallest racetrack. I've got to lull them into a false sense of Simon Says. Which way are you going? Damn, they're good. Simon says, twist in the wind. Do the twist. I've got to be clever somehow. Hey, ich habe nicht Simon sagt gesagt. Simon says, go nowhere fast. Get dizzy. These guys are good. I'm going to have to get into a rhythm and then trick them. Bow down to me. Damn, they're good. Run in place. These guys are good. I'm going to have to get into a rhythm and then trick them. Twist in the wind. I've got to be clever somehow. Muss ich irgendwie eine... I've got to lull them into a full sense of Simon Says. Simon Says. Which way are you going? You stepped on a nail! These guys are good. I'm gonna have to get into a rhythm and then trick them. Monopod! I've got to lull them into a full sense of Simon Says. You're a pogo! Damn, they're good. Wir müssen noch irgendwas machen jetzt, oder? Don't know it, I've got to be clever somehow. In the wind. These guys are good. I'm gonna have to get into a rhythm and then trick them. Wake yourself up. I've got to lull them into a full sense of Simon Says. Simon Says? One hand clapping. Wir müssen, glaube ich, eine Freude wieder einnehmen oder einen Sonnenschein. Sonst merken die das.
Oh, wirken die nicht mehr? Passiert ja gar nichts. Ist immer noch ausgegelbt da oben. Helikopter! Damn, they're good. You stepped on a nail! I've got to be clever somehow. Hat das oben was mit den Farben zu tun? Dass wir, oder wir das hier irgendwie... Simon says monopod. Dass wir blau, gelb, lila und grün machen sollen? Which way are you going? These guys are good. I'm gonna have to get into a rhythm and then trip them. You're a pogo. I've got to be clever somehow. Stretch your feet. I've got to lull them into a full sense of Simon Says. Run in place. Damn, they're good. Simon Says. Do the twist. Simon Says. Monopod. Ach so, ich glaube Simon Says, das Blaue sollen wir sagen mit Simon Says, das Gelbe nicht und bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Simon Says, twist in the wind. You stepped on a nail. Ah, gekriegt. Sloppy work, Constable. All right, that's a bit too easy, isn't it? How about if I make it a bit harder? Which way are you going? I've got to be clever somehow. Simon says, do the twist. You're a pogo. These guys are good. I'm gonna have to get into a rhythm and then trick them. Simon says, I am your god. Simon says, wo ist grün? Ist das grün? It's all around you. Simon says, twist in the wind. You stepped on a nail. Ah. I didn't say Simon says. It's not supposed to spark like that, is it? That's worrisome. Oh, ha. Oh, my God. They're ashes. It's not touching the ones on the floor. How do I get out of here, though? I've got to turn it off somehow. Maybe I can turn it off. There must be a switch. Wow, das geht aber voll ab hier bei euch. Ihr wisst, wie man Party macht. Wow. Ja, die wissen, wie man feiert. Durst haben wir. Wir haben noch nie einen Pampelmusensaft getrunken, glaube ich. 1943 konserviert. Und immer noch gut. Enthält allerdings keine Freude. Verkürzt für sehr kurze Zeit die Ausdauer beim Sprinten. Ah, jetzt geht die Sonne wieder. Ja, wir gucken uns aber mal um hier in der Kirche. Vielleicht gibt's ja noch irgendwas Schönes für uns zum Mitnehmen. Oh, der Kirchenhinterhof. In Gedenken an meine geliebte Mutter 1865 bis 1924. Ah, das ist nicht alt. Das ist ja kein Alter. Die Zeit verwundet alle Heilungen. Hier steht nichts. Ruhe in Frieden, geliebter Vater. 1894 bis 1936. Die sind alle nicht alt geworden. Die Zeit verwundet alle Heilungen. Ach so, habe ich das falsch gelesen? Heilt alle Wunden, oder? Verwundet alle Heilungen.
Auch gut. Im Gedanken an meine geliebte Mutter 1865 bis 1924. Oh. Im Gedanken an meine geliebte Mutter 1865 bis 1924. Warum leuchtet's hier? Irgendetwas Interessantes muss hier sein, oder? Nichts Interessantes? Wenn da was leuchtet, denke ich doch immer an was Interessantes. Im Gedenken an meine geliebte Mutter 1865 bis 1924. Und seht, ich war von Anfang an bei euch. Und ich bin das, was am Ende des Verlangens steht. Genau. Hauptsache, ja, sie scheinen sich wohl zu fühlen. Eine Orgie. Ja. Den geht's richtig gut mal. Haben die alle keinen Joy genommen vielleicht? Kann das sein? Wir haben eine Predigt, eine Idee für eine Predigt. Idee für Predigt. Keine Freude am Morgen. Oder verdammte Freude. Nein, zu schroff. Na, ich weiß ja nicht, was für eine Kirche das ist. Die Simon sagt Kirche. Wissen wir doch. Wenn wir uns nicht an unsere Sünden erinnern, wie können wir dann Buße tun? Wenn wir keine Buße tun können, wie können wir dann gerettet werden? Apostel 3, 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden vertilgt werden. Matthäus 4, 17. Tut Buße, das Himmelsreich ist nahe herbeigekommen. Verdammt Freude uns in alle Ewigkeit. Wir müssen aufhören, Freude zu nehmen, um unsere unsterblichen Seelen zu retten. Na gut, eigentlich. Auf uns? Warum auf uns? Was haben wir denn damit zu tun? Wir gucken doch hier nur. Nicht. Ich möchte das. Ich möchte das aber. Reise. Ich habe gewonnen. Darf ich das nehmen? Ich möchte... Hey. Salpeter, Kaliumnitrat. Oh, Moment. Bis wir das gelesen haben, sind wir dreimal gestorben schon. Tee und Kekse. Komm doch auf einen Tee und Keks vorbei. Wir sagen unserem Vikar Lebewohl, der sich angesichts seines bevorstehenden Ruhestands in den Urlaub verabschiedet. Wann? Diesen Sonntag gleich nach Simon sagt, wo St. Genesius Kirche. Keine Reservierung erforderlich. Die Elektrizität deaktivieren. Oh, eine Erinnerung. Kleidung. Dad wants to know if he can come in the bedroom. Okay. Are you wearing clothes? Yes. Percy, just a shirt is not clothes. Ein Sovereign haben wir hier noch. Einen? Oh, wir stehlen die Kollekte der Armen. Das ist nicht gut. Bitte nicht nachmachen, liebe Kinder zu Hause. Liebe Kinder, ja, die Kinder haben schon alle... Die sind schon am Schlafen, alle längst.
Liebe Menschen zu Hause, bitte nicht nachmachen. Man stiehlt die Kollekte nicht. Da bin ich mir ziemlich fast ganz sicher. Hier gibt es nicht viel zu sammeln, oder? Spunkerbox, Klopperbox hier entlang. Dann wollen wir das mal ausschalten. Dann können wir uns das auch in Ruhe angucken, alles. Hoffentlich. Oh, so ein dicker Hebel. Und wir dürfen den hebeln. Ah, ich hebel mir immer ganz gerne ein. Now, where did they say that metal was? So, dann. Da habe ich Spaß dran, ja. Oh, jetzt haben wir den Strom ausgeschaltet. Sie werden nicht mehr elektrisiert. Ah doch, sie freuen sich noch. Oh, die nette alte Dame ist gestorben. Oh nein. Und sie hatte so ein Brot dabei und ein feines Leinentuch. Alles gut bei euch? Juhu, wir dürfen uns das angucken. Salpeter, Kaliumnitrat für Haushalt und Tiermedizin. Nicht intern einnehmen, außer auf Anraten eines Arztes. Trocken aufbewahren, Behälter geschlossen halten. Sag, Simon sagt Medaille. How long are they gonna lie there like that? War's das mit der Aufgabe? Jop, jetzt hätten wir noch die mysteriöse Truhe, aber ich denke, wir werden als nächstes... Als nächstes werden wir, denke ich, die Sache hier ausbuddeln, ja. Und dann überlegen wir uns, ob wir die mysteriöse Truhe nochmal angehen. Ich frage mich, ob wir jetzt als Nick Lightbearer hier durch die Straßen gehen dürfen, so einfach. Und wir gucken uns mal das hier an. Die Plug-Jungs. Am 27. Oktober 1964 um 17.30 Uhr. Ein bisschen sich zurückerinnern kann ja nicht schaden. Ach, ich kann Ed nicht wirklich mit gebrochenen Beinen liegen lassen. Nun, eigentlich könnte ich das ja schon. Im Pub hatte man immer etwas für Ed übrig. Er hat früher Botendienste für sie erledigt, bei Pokernächten nach Bobbys Ausschau gehalten. Vielleicht sollte ich ihn dorthin tragen. Ich glaube, hier geht es ihm gut. Ich glaube auch nicht, dass die Plug Boys hier sehr willkommen wären. Ich hoffe, jemand ist nett zu Percy, wo auch immer er ist. Überragender Fleischjunge. Ja, am 27. November 1964 um 16 Uhr. Was hat er mit den Plug-Jungs zu tun? Das kann nichts Gutes bedeuten. Ich sollte besser nachsehen, ob er in Schwierigkeiten ist. Ich ziehe stark in Erwägung, den armen Ed zu retten. Diese Bastarde haben seine Beine gebrochen. Wie ist er mit diesen Schlägern aneinander geraten? Ed wird so bald nichts mehr ausliefern. Ich erzähle Rack, was passiert ist, aber erst sollte ich mich um Eds Lieferungen kümmern. Nun, lassen wir diese netten Leute nicht warten. So viel wollte ich gar nicht über die Wurstproduktion erfahren. Oh Gott, ja, das war ja was. Ich liefere dieses Zeug einfach beim Metzger ab und lasse ihn machen, was auch immer er da macht.
Oh Mann, das womöglich schreckliche Paket, das gehört doch alles zusammen, oder? Am 28. November 1964 um 9.30 Uhr ein großes Paket. Vorsicht ist geboten. Wo ist es überhaupt? Ich frage mich, ob die Bobbys von da vertreiben, ob man die Bobbys, ob ich, nochmal, ich frage mich, ob ich die Bobbys von da vertreiben kann. Über manche Dinge denkt man am besten nicht nach, wenn man es vermeiden kann. Genial. Ich bin in einem dieser Monsterfilme, in die Sally mich und ich uns immer geschlichen haben. In dem Teil, wo das Publikum sich fragt, welcher Idiot würde sowas machen. Oh, ich habe einen großen, schweren Sack, an dessen Inhalt ich nicht denken will, in einen dreckigen Karren hinter einem Gebäude geschmissen. Mama wäre stolz. Echt schlimmes Gas. Zuerst mal das Rohr flicken. 28. Oktober 1964 um 15 Uhr. Ziemlich ungesund hier unten. Wie kann ich das Gas aufhalten? Ich lege einfach den Schalter um und befriedige meine Wanderlust. Ach so, das war... Was war denn das? Eine Gleiszugangsluke war das? Ach so, ein Safehouse. Heute weiß ich nicht mehr genau, wo das gewesen sein könnte. Aber das hier, der Lehrling des Schlechters, das war der Hammer. 28. November 1964 um 12 Uhr. Er will, dass ich das Paket am Ausbluter anbringe. Nun, das war makaber. Ja, allerdings. Wie das da angebracht wurde. Übel. Das an den Füßen wäre das ja schon schlimm genug gewesen, aber so wie das, naja, ihr habt's ja gesehen. Ich will irgendwie nicht darüber nachdenken, wie viel schrecklicher ein Ding namens Ausweider sein kann. Ich glaube, mir ist der Appetit für immer vergangen. Jetzt soll ich dieses Ding dünsten? Mir fällt nichts ein, womit man dieses Ding sonst noch verletzen könnte. Der Extruder. Das war die große Maschine in dem Raum, in dem ich aufgewacht bin. Und jetzt soll ich die Aufträge auf dem Bildschirm ausführen, wo ich das Paket gefunden habe? Oh, er hat eine ziemlich eigentümliche Philosophie, nicht wahr? Eine, von der ich nichts mehr wissen will, nie mehr. Auf jeden Fall werde ich nicht sein Gefangener sein. Nicht mal, wenn er mir Fleischgugelhupf verspricht. Fleischgugelhupf? Vielleicht ist etwas im Keller. Hoffentlich auch meine Sachen. Solange er mit der Maschine beschäftigt ist, kann ich mich dorthin stehlen. Wenn er meine Sachen wohl gelagert hat, dann hier. Wer weiß, was er sonst noch so hier hortet. Oh, war da noch irgendwas? Ich denke, wir haben alles gefunden, oder? Ich hoffe, ich finde nichts, was nicht zu meinen Sachen gehört. Ach, ich habe euch vermisst. Meine Sachen. I've got to get out of here. Ja, genau. Eine merkwürdige Sprache wieder. Dieses eine Mal wünsche ich mir einen Bobby. Sie werden Mr. Cutty nicht besonders mögen. Hoffe ich. Ja, das soll dann erstmal als Erinnerung reichen. Wir werden gleich nochmal weiter gucken. Ja, die Sympathie für den Lightbearer ist ja noch ganz frisch. Oh, da haben wir einige Sachen übersehen. Da haben wir uns um einige Geschichten hier gebracht. Okay, dann geht's hoffentlich weiter und zwar zu der Ausgrabungsstätte. Aber einmal möchte ich noch gucken, wie sie hier stöhnen alle. Steht auch nicht dabei. Steht auch nicht dabei, ob sie tot sind oder ausgenockt oder was sie da machen, aber scheinbar geht's denen gut, so wie sich das anhört. Ja, nee, dann haben wir jetzt alles, denke ich. Hier nochmal runter gucken.
Ja, prima. Dann probieren wir jetzt Nicks Anzug in der Öffentlichkeit mal aus. Oh. Nehmen natürlich eine Freude vorher ein. Einen Sonnenschein vielmehr. Möchte gern Freude. So. Konnten wir das Ding hier nicht irgendwo ausschalten? Das ist ja fies. Also wenn man Sonnenschein hat, dann kommt man da wahrscheinlich gar nicht rein. Ja, das war doch mal ein recht amüsantes Abenteuer, finde ich. Na, ja, du bist draußen hier. Das hört sich an. Oh, geht ihr alle in die Kirche jetzt? Ja, oder sie kommen aus der Kirche. Weil sie dürfen rein, sie nehmen ja die Freude, wie man sieht. Aber mit dem Lightbearer-Anzug scheinbar, den haben wir doch noch an, oder? Ja klar. Mit dem können wir uns aber auch hier draußen sehen lassen. Irgendwie ist das dunkel. Und das um 4:30? Also relativ früh ist es doch. Hey, was ist denn hier? Warum haben wir das denn noch nicht gesehen? Oh, wie schön. Dreht sich sogar. Regen. You're soaked. I'm fine. You're not. Your lips are blue and you're shivering. Where's your coat? In the closet. Why didn't you put it on? I don't know. It's been raining all day. Did you not notice the drops of water falling out of the sky? It wasn't raining. It was drizzling. Now you're going to get sick and then I'm going to get sick and then Dad is going to get sick. Ja, genau. So läuft das. Und das liegt einfach hier so am Brunnen. Da hat man die Erinnerungen an diese Regenszene. Also hier gewesen sind wir. Merkwürdig, dass wir das übersehen haben. Dann haben wir mit Sicherheit noch viele, viele andere Sachen auch übersehen. Also dazu gibt's aber keine Statistik, oder? Es wird noch eine ganze Menge sein, die wir noch nicht entdeckt haben. Also... You can take your joy immediately. I know we beat the Germans and made them abandon our sceptered isle. But how did we do it? Didn't they have tanks? Mrs. Tamlin Goggin, thank you very much for writing. Yes. Also, der Titel hat auf jeden Fall einen Wiederspielwert auch. Ja, das auf jeden Fall. Beim nächsten Mal wird alles anders. That's me.
Da fällt mir noch was ein, da war doch noch irgendetwas mit einer Polizeiwache oder so. Also irgendwie sollten wir auch so einen Helm bekommen mal. Those years on Joy, we'll never get them back, will we? In der Gegend schon waren? Ja, es sieht so aus. Ah, das können wir sogar ausschalten. Vielleicht waren wir doch noch nicht in dieser Gegend, in diesem Bereich hier. So, ich repariere das mal eben. Ich darf das. Oh, hoppla. Jetzt ist es kaputt. Tut mir leid. Da muss ein anderer kommen. Ich bin nur zum Reparieren da. Zum Reparieren von reparierten Reparierdingern. Oh, da ist ja noch was. So, das Ding. Ja, Freiheit für die Straßen. Weg mit diesen Sensoren da. Was passiert denn, wenn wir das hier aufsetzen? Lovely weather. Righto. You just get better than them. I saw a spank. Hat jetzt nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Ich hatte gehofft, dass wir da vielleicht ein bisschen rennen können, wenn wir die Maske aufhaben. Keine Zeit, freundlich zu sein. Ein Schmeichler regelt das für dich. Grüßt Leute für dich. Hat eine Abklingzeit zwischen den Grüßen. Ist mir nicht aufgefallen. Ja, hier waren wir auch schon. Lovely day for it. I'm so looking forward to the Battle of Flowers, aren't you?
take your joy immediately. Was wird das denn sein? Das ist doch auch irgendwie ein besonderes Gebäude hier. Ach, vielleicht, weil wir da eine Aufgabe hatten, etwas anzubringen. Vielleicht finden wir auf der Karte irgendwie das Gebäude, das ich meine. Oh, sieht nicht danach aus. Giftmüll ist hier. Aber wir brauchen da gar keine Gasmaske zu tragen in der Gegend. I think the fog has actually gotten worse. Aber nichts Interessantes, es ist einfach nur hier vergiftet, die Gegend. Something away before something starts chasing you. Sleep, the poor man's dinner. Good morning, dear friend. Good morning. Why aren't you happy? You need to be happy. We just want to make you feel better. That's it. Don't stop till I'm there. Ich frage mich, ob man überall in die Häuser rein darf, wenn man glücklich ist. Die sagen, die regen sich ja kaum auf, dass man in den Häusern ist, manchmal ja schon. Aber vor allem regen die sich ja noch mehr auf, dass man nicht auf Freude ist. Oh, was haben wir denn jetzt so Schweres genommen? Und ich denke, ja, die Cricketschläger. Ich möchte jetzt auch gar nicht zu viel einsammeln. Nein, nicht. Ja, wie man gesehen hat, nicht. Smiling and laughing, of course. Right. And breakfast, lunch and enough dinner. That, hey, work, what are you doing work, there? Work. Tea? There. That's the one. Allow me to cheer you, you up. You won't get away. He did it.
I know he did. I will be gathering around the telly. I'll be in the telly. Just like every day, I'll be playing a thing. Vorsicht, auf der Treppe nicht schubsen! Habt ihr einen Keller oder so? If I hadn't smoked in high school, I could carry a bit more. Nimm deine Freude! Und schleiche nicht rum, wahrscheinlich. Au! War nichts Interessantes drin in dem Haus. Nur ein ganz normales Haus, in das man einbrechen konnte. Na schön, na gut. Dann denke ich, war's das, oder? Wir gucken nochmal nach der mysteriösen Truhe. Das ist einfach nur Giftmüll hier. Da braucht man gar keine Gasmaske zu tragen. Ja, die mysteriöse Truhe nochmal. So haben wir aber schön geguckt hier überall schon. Was? Warum leuchten die Augen so? Hier haben wir alles verbessert. Beste Werkbank und so. Ich weiß gar nicht, ob wir den Anzug von Nick Lightbearer, ob wir den noch brauchen.
So viel Kram haben wir in so kurzer Zeit eingesammelt. Rohes Fleisch, so viel. Mal Heilbalsam haben wir auch irgendwo her. Also, nochmal. Besprechung zum Plan. Es sieht so aus, dass wir nochmal diese mysteriöse Kiste angucken, Truhe angucken und dann sind wir durch, denke ich, soweit. Dann geht's in der nächsten Folge weiter und ich habe noch einen Spoiler, einen kleinen für euch, aber nur einen ganz kleinen, bezüglich der Werkbänke, über die ich mich ja immer gewundert habe. Der Zukunfts-Ritchie hat doch schon gesehen, was dann passiert. Die werden nämlich doch noch wichtig. Nur so viel, das war's, mehr sage ich nicht. Aber die ergeben dann Sinn irgendwann. Ach so, ja, Moment. Dahin reisen wollten wir doch. Nach Pi Luke 1. Jo. Now boarding on platform 2. Local train to Avalon. Stopping at Scarfolk. On sea, go. Ah, fond memories cowering from the bombs with Mum, Dad and Percy. Wir haben Durst. Du 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 Durst. Eine Tasse Tee? Ja, gerne. Das war gut. Arthur ist ja ein recht guter Bastler. Der braucht keine Werkbank oder so. Sag ich noch kurz. Wir können das alles in der Tasche zusammenflicken, zusammenbasteln. Ach so, sollten wir die Aufgabe vielleicht auswählen mal? Die mysteriöse Truhe. You can't go around dressed like that. Ja, du hast recht. So angezogen sollte ich hier echt nicht rumlaufen bei euch. Das macht euch nur sauer. So besser? Well, nothing lasts forever, does it? Pain doesn't make you brave. It doesn't make you anything. Tatsächlich. Die seltsame Truhe untersuchen. Ja, das ist ja eine seltsame Truhe hier und ein seltsamer Baum steht da auch. We are the hollow men. We are the stuffed men. Die Hohlen? Wie in dem Film The World's End? Ja, das hat so, auf jeden Fall hat auch was von Hot Fuzz und so. Na. Ah.
Au, spinnst du? Das tut doch weh. Hey. Don't worry, we'll find you and we'll fix you up. Ich war das nicht. Das war schon. Nein, ich schub's dich. Who did that? Huh? Save a bit for the next minute. Dann schlafen wir eben noch mal 24 Stunden. Oder etwas länger? To sleep, perchance to dream. Ein Moment. Weiter geht's. Die mysteriöse Truhe doch. Brauchen wir die Bratpfanne unbedingt? Doch wohl eher nicht. Irgendein heidnisches Gebet. Vielleicht müssen wir hier die Pentagramme hier irgendwie ablaufen. Nimm dies an, o wahrer Gott dieses Ortes. Wir existieren für dich. Du bist der Funke, der uns mit Leben füllt. Nimm dieses kleine Geschenk als meine Opfergabe und meinen Dank. Eine Speibombe. Ja, ich glaube so langsam. Platziere dein tägliches Opfer hier. Stiehl keine Opfergaben, außer du willst eine Hexe so richtig verärgern. Kreis von Hegate. Ich glaube, das ist ein Easter Egg und ich glaube, dass das so etwas ist, so eine endlose Geschichte hier. Also, da passiert nichts weiter. Ich glaube, das wird immer das Gleiche sein. Irgendwelche zufälligen Gegenstände werden jeden Tag da drin sein und wenn man Geduld hat, kann man vielleicht alles Mögliche dann kriegen, auch Sachen, die man vielleicht erst später bekommt. Vielleicht ist das so. Ein oder zwei Tage warten. Ja. Ich denke, das schenken wir uns, oder? Aber einmal gucken wir noch. Naja. Einmal noch gucken. And when he woke up, he realized it had all just been a bad dream. Heavens, I'm parched. Oh, wir haben Durst und Hunger.
Oh, eine leere Feldflasche. Na dann gibt's noch einen Kaffee. At least I don't have to wear that idiotic mask anymore. Nimm dies an, o wahrer Gott dieses Ortes. Wir existieren nur für dich. Du bist der Funke, der uns mit Leben füllt. Nimm dieses kleine Geschenk als meine Opfergabe und meinen Dank. Ja, liebe Welt da draußen, wir geben es auf. Mit der mysteriösen Truhe. Ich vermute das, was ich gerade gesagt habe, dass es so ein endlos Ding ist, dass man da dann auch mal Dinge bekommen kann, die man sonst vielleicht nicht sofort bekommt. Also wenn man weiß, wo die steht, die mysteriöse Truhe, das ist ja jetzt egal, weil die Welt ja bei jedem anders aussehen wird, denke ich. Also, bei uns ist die hier in Eel Pike, nahe der zweiten Luke, ja? Ne, der ersten. Ne, doch, der zweiten. Moment, das ist gar nicht Eel Pike. Pie. Wo sind wir denn hier? Unsere Luke wird gar nicht angezeigt hier. Das ist Eel Pie und das hier ist Eel Pi, Luke 2. Luke in Barrowholm, in Lutzholm. Lutzholm und Parade District. Es ist aber in Eel Pi. Da bin ich mir sicher, wir können gleich nochmal gucken. Wir reisen jetzt einfach hierhin. Oh, das kann man so nicht aussuchen, oder? Wo wollte ich hin? Ja, wir wollen so langsam zum Schluss kommen. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Reisen! Clever of them to pave the tracks with good intentions. So. Jetzt können wir noch mal gucken, wo die Luke ist. Luke 1 ist das nämlich in Eel Pie. Hier. Ja, wie gesagt, die Welt wird höchstwahrscheinlich bei jedem anders aussehen. Von daher bringt es da jetzt nicht so viel, sich das anzugucken. Was aber vielleicht noch was bringt, was wir uns angucken können, um noch mal uns ein paar Sachen ins Gedächtnis zu rufen. Ja, Sympathie für den Lightbearer. 19. Oktober 1964 um 8.30 Uhr. Jeder weiß, wo Nick wohnt. Ich muss dorthin gehen. Oh, sieh nur. Es wird gerade renoviert. Da ist ein guter alter Bobby vor der Vordertür. Ich muss über das Badezimmerfenster hineinkommen. Oder so. Ich glaube, er ist irgendwo hinter der Jalousie. Jalousie. Ich muss sein Sicherheitssystem ausschalten, um ihn zu finden. Und ich muss ihn dazu überreden, zur Kirche zu gehen und der Ansage bei Simon sagt zu sein, so wie er es der kleinen alten Dame versprochen hat. Ich bin nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, ihn ins Bad zu schicken. Was ist, wenn er ertrinkt? Wenn ich mich als Nick ausgeben will, brauche ich seine Perücke und sein glückliches Gesicht. Er hat ein fabelhaftes Kostüm hinter dem Glas. Da ich kein Glasfenster zerbrechen kann, sollte ich einen Schlüssel für den Kasten finden. Wenn ich in diesem Aufzug auftauche, wird niemand irgendwo anders hinsehen. Vielleicht sollte ich gehen, bevor jemand anders auftaucht. Und wir eine unangenehme Unterhaltung führen müssen. In der Simon-Sagt-Kirche?
am 19. Oktober 1964 um 8.30 Uhr. Ein Simon sagt Wettbewerb. Na, ich bin dabei. Und nochmal St. Genesius. Wessen Heiliger war der? Ich hoffe, er ist ein vernünftiger Kerl, wie alle Rockstars. Das hatten wir aber doch schon. Warum ist denn da ein Stern drin, als hätten wir das noch nicht gehabt? Ah, das sollte lustig werden. Ja, das ist was Neues dazugekommen irgendwie. Das sollte lustig werden, solange sie nicht rausfinden, dass ich nicht Nick Lightbearer bin. Und mich in Stücke reißen. Wie Backchen. Backchen. Jetzt muss ich aus der Kirche raus. Das erinnert mich an meine Kindheit. Wenn ich den Klopper nicht abschalte, wird mir ein schockierendes Ende widerfahren. Oh Mist. Ich habe wirklich das Gefühl, das habe ich verdient. So, den Rest gucken wir uns eventuell nachher noch an. Hier ist, glaube ich, noch eine Ecke. Die Hydrierungshilfe. Na gut, am 10. Oktober 1964 um 17 Uhr. Ich kann mich nicht darauf verlassen, überall eine Pumpe zu finden. Wo ist eine Feldflasche? Jetzt muss ich meine Feldflasche nur noch an einer Wasserpumpe auffüllen. Es muss doch in der Nähe eine geben. Sie haben immer diese lustigen kleinen Dächer wie Brunnen. Ich wollte hier nochmal hin und gucken und dann auch hier nochmal in den Giftnebel gucken. Wir sind doch gar nicht... Sind wir hier? Das ist so schmuddelig hier unten. Echt? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Moment. Perücken, Make-up? Ach so, da geht's raus jetzt. Ah, ja, okay. Ich lasse die Tür mal offen. Oh, Moment, sind wir passend gekleidet für die Gegend? Ja, so denke ich doch. Wir haben gar keine Schuhe an. Wir hatten die Sportschuhe an. Ich möchte mal was ausprobieren. Oh, Moment mal. Hier? Anziehung? Rieche wie ein Arzt. Ärzte können dich nicht länger erschnüffeln. Ärzte können dich kurzzeitig nicht am Geruch erkennen. Wie lange wirkt das? Cook of a day. Lovely day for it. Das ist ja cool. You will never guess who I caught sneaking out of the executive washroom. How are you today? I mean it, you know. Wow. Und das wirkt sogar eine ganze Weile, das Zeug. Ob man davon abstürzt nachher? Das ist gar nicht so übel, wenn das so lange wirkt. Naja, wenn das Parfum ist, dann wird es wohl einen ganzen Tag wirken. Kommt drauf an, was für ein Deo das ist. In dieser Gegend kann man nicht in Häuser einbrechen, glaube ich. Oh, hier ist ja ein Markt. Sorry, Mustache. Did you hear? They've caught Foggy Jack. Isn't that a relief? Look at that. Cool, was verkauft sie denn? Sie verkauft Schleichschuhe. Ja. Die Gasmaske. Das begierige Beil. Okay.
Und dann können wir nichts verkaufen, weil wir jetzt gerade unser Inventar geleert hatten. Vorhin. Der Polsteranzug, der ist sogar was wert. Ja, aber da brauchen wir ja Nähzeug dafür, um sowas herzustellen. Also da lohnt sich das nicht, mit in Serie zu gehen. Sandwich und so auch. Also Nähzeug ist ein bisschen schwer zu finden. Und die Zutaten für ein Sandwich sind, glaube ich, auch nicht so leicht zu finden. Also das ist interessant. Beim, wenn wir jetzt irgendetwas basteln, dann können wir ja auf unser Inventar zugreifen, auf das Gesamte. Ja, und dann könnten wir das doch verkaufen. Da müsste man jetzt natürlich rausfinden, was besonders gut zu verkaufen ist. Also was besonders wertvoll ist zum Beispiel. Wir könnten ohne Ende, glaube ich, Brecheisen zum Beispiel bauen. Aber aus den Flaschen können wir gar nichts bauen, oder? Sportschuhe könnten wir bauen nochmal. Ja, aber die nutzen ja ab. Die waren auf einmal weg. Oder sind wir gestorben? Hey, wir können einen Bobbyhelm bauen? Seit wann? Ach so, da brauchen wir aber den defekten, einen defekten Helm. Den haben wir auch noch nie gefunden. Später vielleicht. Na, das wäre nicht schlecht, wenn wir uns als Bobby verkleiden könnten. Ein Böller können wir jetzt bauen. Macht Bumm und erschreckt Leute zu Tode. Sprengsatz schleudert Splitter, die Personen im Wirkungsbereich verletzen oder töten. Und der Betäubungspfeil. Ich habe das Gefühl, dass wir das schon 10-mal gelesen haben. Macht jemanden für kurze Zeit schrecklich müde. Reduziert die Ausdauer eines Ziels kurzzeitig. Kann das Ziel kann weniger angreifen und verfolgen. Ja. Ja, nach wie vor. Wir müssten herausfinden jetzt, was besonders günstig ist in der Herstellung. Und dann könnten wir das im großen Stil verkaufen. Hier, Heilbalsam zum Beispiel. Oder so ein schmutziger Verband hier. Wir bekommen 3 Stück raus und brauchen nur ein Stofffetzen. Und sie kauft die? Ah, leider nicht. Verband würde sie für 3 kaufen. Ha. Können wir die nicht herstellen? Just looking. Ach so, dafür brauchen wir dann Wundbenzin. Ja, aber da bekommen wir auch ordentlich was raus und wir können ziemlich viel davon anfertigen. 3 bekommen wir immer raus, also das müsste sich ja schon lohnen, das zu verkaufen. Haben wir dafür irgendeinen Skill genommen oder so, dass wir da mehr rausbekommen? Ich glaube doch nicht.
Ah, Bände. Ja, machen wir noch ein paar und dann ist sie auch pleite. Dann haben wir unser Geld für die Schuhe und so wieder zurück. Let me see. Perfekt. I'll be back in a jiff. Oh, ich dachte, hier wäre jetzt überall ein Händler. Teepause machen Sie hier. Im Urlaub? I'm gonna have to rewrite the entire bloody report. Can you believe that? Did you hear? The circus is coming to town. Wow. Oh, sie verkauft nichts. Warum verkauft sie nichts? Sie hat nichts. Oh, sie würde Metallteile sogar kaufen. Da frage ich mich doch glatt, da sie Metallteile kauft, ob sie... Nice to see you. Ob sie auch... Brecheisen kaufen würde. Oder einen verbesserten Stein? Ah, davon haben wir nicht so viele. Leuchten hätten wir auch einige. Reparatursätze sind bestimmt richtig was wert, ja? Jetzt verkauft sie unsere Verbände fürs Doppelte. Na, das muss sich lohnen. Ja, sie kauft die Dinger hier sogar. Einen Stein würde sie auch kaufen, den verbesserten Stein. Glasflaschen? Gar nicht mal so übel. Ziemlich gut. Oh, und sie kauft hier sogar Blitz und so. Aber die sind gar nichts wert. Diese Betäubungspfeile sind schon mehr wert. Oh, und die Leuchten sind auch ein bisschen was wert. Was haben wir denn gerade noch hergestellt? Die Reparatursets. Oh, die sind ja gar nichts wert. Ich glaube, die haben wir auch leider nur dreimal gebraucht bis jetzt. Das kommt wahrscheinlich noch. I'll be back in a jiff. Das begehrige Beil könnten wir auch selber herstellen. Also Brecheisen waren gar nichts wert, ja?
so much to choose from. Yep. Nice to see you. Im Urlaub? Cheerio! I learned a new patty cake routine. Do you want to try it? Werkbank, Aufrüstsatz. Schön, aber brauchen wir im Moment gar nicht. Endlich haben wir die G-Taste gefunden. So ein Kuchen ist ordentlich was wert, ha? Ja, leider kommen wir aber nicht an unsere Waffen ran. Just looking. So, wir haben so viele Waffen gesammelt. Das starke Holz. Ah, dafür brauchen wir zwei Nudelhölzer. Ah ja, darum ist es ja auch ein starkes Holz, weil zwei Nudelhölzer sind besser als eins. Der Schlittenfahrer, was ist das denn? Eine weniger tödliche Version der britischen Waffe deiner Wahl. Fügt mäßigen, nicht tödlichen Schaden zu, kann mehrere Gegner mit einem Schwung treffen. Die keine Fragen-Axt? Oh, von den Dingern haben wir auch so viele noch im Inventar. Von den elektrischen Schlagstöcken, die guten, die immer so schnell kaputt gehen, nach zweimal benutzen. Und dann eine Schockgranate. Naja, mal gucken, wie die Preise so sind für all die Sachen. Mamas kleiner Helfer. Für die Betäubungspfeile brauchen wir den verfaulten Apfel also. Na, die sind die Elektroschloss-Schocker, die werden wir wohl selber behalten, lieber. Die Kurzschließer ebenso. Metallrohre können wir selber herstellen aus Metallteilen. Oh. Und eine Absturzspritze.
Eine Gasmaske können wir auch aus einer verbrauchten Gasmaske, aus Kohle und einem feinen Leinentuch herstellen. Ja gut, das so viel Geld hat sie sowieso nicht. Das soll also reichen. Ja, unser Arthur geht und läuft schneller als alle anderen Charaktere. Und Arthur kann unauffällig sein, kann sich gut sichtbar verstecken, zum Beispiel auf Bänken, aber nicht vor wütenden Menschen. Außerdem ist er Englisch, er unterdrückt. Das schlechte Wetter, alles was negativ ist wahrscheinlich. Dann ist ein Außenseiter defensiv und sarkastisch. Ja, ich dachte, wir können vielleicht einen Skill nehmen, der uns bessere Preise beschert, ja? Unermüdlich. Entferne negative Effekte von Hunger, Durst und Erschöpfung. Ja, das wollten wir ja nicht nehmen. Nachtpirscher reduziert die Sichtbarkeit bei Nacht und so. Ja, okay, das soll dann erstmal reichen. Wir verkaufen jetzt die Sachen so gut wir können. So gut wir können. Oh. Da können wir aber nicht gut verkaufen jetzt, die Sachen. Nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Die ist ja gleich pleite schon. Mamas kleiner Helfer. Der ist aber ziemlich gut. Der gefällt mir. Ja, dann war es das damit. Also, wie man sieht. Sensational! Lovely day, isn't it? Hm? Ja, schön. Wir haben den Marktplatz gefunden. Neblig ist es hier bei euch. Und so einen schönen Marktplatz habt ihr hier. Oh, Moment mal. Die Karte? Oh, die Karte sagt uns, wir können gar nicht dahinter. Einmal auslüften. Stimmungskamine, da ist sogar ein Trademark drauf. Jolly good fun! Wait, I forgot to tell you the punchline. Hold on. I saw that! Look what a cat druggy. Oh, in dieser Gegend dürfen wir also keine Mülleimer durchsuchen. Ich verstehe schon, wie das hier läuft. Right there, you damn black dog. Look what the There's the one that did it. That's the last time you do that around here. Police! A bit of assistance, if you please. Ah ja, okay. God,
Did you hear something? Ah. Say goodnight! There's the one that What's did that? It! They did it! Hier sind wir, okay. Ja, dann haben wir das ja auch durchsucht hier. Autsch. Ja, dann denke ich, haben wir jetzt wirklich alles erkundet, alles erledigt. Soweit, außer die mysteriöse Box. Unser Arthur ist zu schnell. They seem to be a lot more serious about the plague here. It must be spreading fast. Not a pleasant thought. Ouch. Turn that crown upside down. Give up, and I won't smash your face. Why aren't you happy? You need to be happy. Guilty bugger. Right there. Calm. You've got a dagger here, haven't we? I know it was you. You won't get away with this. Right. Nur weil wir einmal in eine Mülltonne geguckt haben. Mensch, seid ihr empfindlich hier. Oh, nicht mit Steinen. There's the one that did it. Nicht mit Steinen werfen. So. Gleich ist Ruhe. Na bitte. Na bitte. Das ist unglaublich. Das fällt mir jetzt erst auf, dass die Läden hier mit so einem Dollarzeichen gekennzeichnet werden. Aber letztens doch nicht. Da habe ich doch gesagt, ich muss hier das markieren. Irgendwo war doch ein Laden. Cutties Shop? Pub an der Ecke? Haus?
Ja, vielleicht werden doch nicht alle Läden angezeigt. Der Krimskramsladen. Die haben sogar Namen, kann man sich sogar so dann merken. Und die Motilenspender werden ja auch angezeigt. Vielleicht waren wir aber auch nur weiter rausgescrollt? Nee, dann sieht man ja gar nichts. Also gut, wir nähern uns dem Ende dieser Folge, dieser etwas längeren Folge. Oh, fast 3 Stunden Spaß in We Happy Few. Ja, 3 Stunden Freude. Das ist ja unerträglich. Nein, überhaupt nicht. Man sollte den ganzen Tag Freude haben. So wie die Leute hier vielleicht. Nicht unbedingt mit Drogen, aber... Ach, ihr wisst schon. Ist ja keine Schande, gut gelaunt zu sein, oder? Und irgendwie haben wir es auch geschafft, dass jetzt hier die Straßen doch offen sind. Letztens kamen wir doch nicht durch, da mussten wir doch hier durchs Haus gehen. Und jetzt sind doch hier die... Die sind auf einmal offen alle. Haben wir das gemacht? Ach, weil wir das da kaputt gemacht haben vielleicht? Ja, aber hatten wir das vorher nicht auch? Ich weiß nicht mehr so genau. Was für eine Aufgabe haben wir denn noch? Nur noch die mysteriöse Truhe und so? Ja, ich weiß nicht. Dann dauert das 5 Stunden, wenn wir das jetzt auch noch alles durchlesen. Das können wir ein andermal noch machen, ha? Ich singe mit elektrisiertem Körper. Also 29. Oktober 1964 um 3.30 Uhr. Mrs. Oliphant meinte, sie hätte Gemma geschickt, um die Arbeiter zu ihren Kunstprojekten zu befragen. Aber ich habe den leisen Verdacht, dass da etwas schiefgelaufen ist. Was ist in dieser Gasse? Vielleicht finde ich einen Hinweis, wie ich von hier nach unten gelange. Was passiert da unten? Vielleicht hat einer der Typen einen Schlüssel für die Luke. Wozu hat Gemma Ermittlungen angestellt? Ich sollte mich in der Leitstelle umsehen, um, Beweise zu finden? Oh, der Strom ist aus. Ich nehme an, der Aufzug wird besser funktionieren, wenn ich ihn wieder einschalte. Normalerweise ist das so. Wenn das kein Beweis ist... richte den Jubler in die richtige Richtung, um von diesem höllischen Ort zu entkommen. Ah, ich muss hier raus. Wenn ich in den Jubler reinkomme, kann ich hier rausfahren. Ah, das war das. Das war lustig, ja. Das war spannend und lustig und knifflig. Auch noch. Ich habe meinen Zauberstab anscheinend zu Hause vergessen, also... muss ich aus diesem Jubler herauskommen und einen Weg finden, das Tor zu öffnen. Tut, tut. Ja, das war echt gut. Ja, schön. Schön, schön, schön. Oh, wir haben das Parfum nicht mehr an uns. Ja, liebe Welt da draußen. Da haben wir aber doch nochmal jetzt eine super Bonusfolge so dazwischen gefügt. Wie gesagt, ich bin der Richie aus der Zukunft eigentlich. I'm sorry, sir. The broadcast tower has been quarantined. Well, I think if you examine the gate, you'll see that it's been unquarantined. Oh, so it has. Well then, I'll just bugger off, shan't I? Enjoy your visit. Ja, der Richie aus der Zukunft, das soll heißen, dass die Serie eigentlich schon weiter produziert ist. Da schiebe ich dann diese Folge dazwischen, damit alles schön
nahtlos und komplett ist. The sun always comes out in the end. So come on out, or you'll miss it. Wakey, wakey, everyone. Good morning to you. Good morning to you. Aber warum gucke ich mir das immer an? Es ist hypnotisierend, oder? Wir haben das schon so oft geguckt. How on earth did a diner get free meat? Vielleicht sollten wir uns noch umziehen. Nein, das brauchen wir nicht. Das wahrscheinlich nicht. Und... ja, so denke ich. So denke ich, darf ich mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Und wie gesagt, diese Folge ist eigentlich eine Bonusfolge, weil dann doch noch einige Aufgaben ja nicht ganz erledigt waren. Also nicht wundern, wenn das zeitlich dann ab der nächsten Folge nicht ganz dann mehr zeitlich so passt, aber ich denke mal, so das andere dürfte kaum auffallen. Das andere, also die Geschichte und so, das war jetzt einfach die Simon-Sagt-Kirche und dann die ein, zwei Sachen, die wir da noch gefunden haben, die wir eben noch nicht gemacht hatten. Ja, nur der Vollständigkeit halber hier mal für euch dazwischen geschoben, ja. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.